In der Schweiz hat die Friedenskonferenz für die Ukraine begonnen. Zahlreiche Staaten nehmen teil, Russland allerdings nicht. Präsident Wladimir Putin hatte aber im Vorhinein seine Bedingungen für einen möglichen Waffenstillstand klargemacht. Er fordert den Rückzug der ukrainischen Streitkräfte aus 4 Gebieten. Außerdem soll die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten. In der Ukraine stoßen diese Forderungen auf Ablehnung. Die ganze Welt blickt an diesem Wochenende auf das beschauliche Bürgenstock bei Luzern, wenn die wichtigsten Vertreter von 92 Staaten über erste Schritte eines Friedensprozesses in der Ukraine beraten. Russlands Präsident Putin selbst ist nicht zu dem zweitägigen Gipfel eingeladen. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping ist nicht dabei. Für US-Präsident Joe Biden ist Vizepräsidentin Harris in die Schweiz gereist. Bundeskanzler Scholz kam unmittelbar nach dem Ende des G7-Gipfels in Italien und dämpft im Gespräch mit Welt die Erwartungen an die Konferenz. Es ist ein wichtiger Schritt dazu, dass wir vorankommen. Es werden viele Fragen diskutiert über Frieden und Sicherheit, aber nicht die ganz große. Das war von vornherein so geplant. Ich habe das auch im Vorfeld immer wieder gesagt. Es handelt sich hier um ein Pflänzchen, das gegossen werden muss. Aber natürlich auch mit der Perspektive, dass dann mehr daraus werden kann. Zum Beispiel eine weitere Konferenz, in der dann auch mehr und die großen Dinge besprochen werden können. Um einen möglichst breiten Konsens unter den Teilnehmern zu erreichen, werden dieses Wochenende zunächst 3 Themengebiete diskutiert. Die atomare Sicherheit, Lebensmittelsicherheit und die Rückkehr aller Kriegsgefangenen und verschleppten Menschen, dabei vor allem von Kindern. Ziel des Gipfels ist es, internationale Unterstützung für Selenskys Friedensplan mit einem vollständigen Abzug Russlands vom ukrainischen Territorium zu gewinnen. Die Ukraine wollte diesen Krieg nie. Es war eine absolut unprovozierte Aggression Russlands. Der Einzige, der sie wollte, war Putin. Aber die Welt ist stärker. Alles, worauf wir uns heute einigen können, wird Teil des Friedensprozesses sein. Ich bin davon überzeugt, dass hier auf diesem Gipfel Geschichte geschrieben wird. Moskau hatte unmittelbar vor der Konferenz als Bedingung für einen Waffenstillstand den vollständigen Verzicht auf die 4 annektierten Regionen und die Schwarzmeerhalbinsel Krim von der Ukraine gefordert. Außerdem solle das Land garantieren, kein NATO-Mitglied zu werden. Heißt im Klartext eine Kapitulation der Ukraine. Und wir blicken jetzt nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, wie reagieren denn die Russen auf diese Friedenskonferenz? Ja, der russische Präsident hält natürlich überhaupt nichts von dieser Friedenskonferenz in der Schweiz. Sagt, das sei eine absolut sinnlose Veranstaltung, weil wie wolle man über Frieden reden, wenn Russland nicht mit am Tisch sitzt? Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass andere absolut wichtige Länder entweder gar nicht erschienen sind in der Schweiz, wie zum Beispiel China, oder eben nur sehr niedrigrangige Delegationen geschickt haben, wie zum Beispiel Brasilien, Südafrika oder Indien. Und da sagt natürlich der Kreml, wie will man hier ohne uns alle da über wirklich einen Frieden sprechen, der dann auch wirklich eintreten kann. Also ist alles vollkommen unrealistisch. Das ist der Tenor hier in Russland. Christoph, aber wie reagiert man denn dann in Russland auf die Scholz-Aussage, dass auch Russland bei der Konferenz oder der nächsten Konferenz unter bestimmten Bedingungen einbezogen werden sollte? Ja, der Bundeskanzler hat ja gesagt, dass Russland unter bestimmten Bedingungen mit einbezogen werden sollte in Verhandlungen. Und da hieß es dann aber auch, dass die Angriffe gestoppt werden müssten und eben auch die Truppen abgezogen. Und das ist ein Szenario, auf das sich der Kreml natürlich nicht einlassen wird. Und deswegen auch gleich die Reaktion von kremlnahen Kriegsbloggern wie Michael Swintschuk. Und der sagt, wenn westliche Führer so reagieren, wie das zum Beispiel Deutschland tut oder auch viele andere auf diesem Gipfel in der Schweiz, dann bedeutet das nur, dass der Westen seinen Kurs weiterfahren wird. Und dann hieß es eben auch wieder bei Michael Swintschuk vom Telegram-Portal Rybar, der Westen wird gegen uns kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Und das ist ja der Satz, den immer wieder auch
Wladimir Putin bedient, der Westen kämpft gegen uns mit den Händen der Ukrainer bis zum letzten Ukrainer. Also da hat sich an der russischen Lesart nichts, aber auch überhaupt nichts geändert. Christoph, du hast gerade schon die Länder erwähnt, die nicht bei der Friedenskonferenz sind. China ist definitiv nicht dabei. Ist das als ein Zugeständnis an Russland zu bewerten? Also es wird gemunkelt, dass der russische Präsident seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping beim letzten Besuch in China darum gebeten hat, nicht zu dieser Konferenz in die Schweiz zu fahren. Das war Mitte Mai, da war Putin in China. Und es kann gut sein, dass die chinesische Reaktion zum einen auch ein Entgegenkommen gegenüber Russland ist, aber, und das behauptet jetzt das Kreml-kritische Portal Medusa, es gibt noch einen anderen, wohl viel wichtigeren Grund, warum China nicht erschienen ist in der Schweiz, weil die Chinesen nicht teilnehmen wollen an Friedenskonferenzen unter der Federführung des Westens. Man will hier nicht nach der Pfeife des Westens tanzen und man hat seine eigene Agenda. Und es ist damit zu rechnen, dass die Chinesen da auch in absehbarer Zeit neue Vorschläge machen werden, eventuell auch Vorschläge in Bezug auf Friedenskonferenzen, wo natürlich auch Russland am Tisch sitzen muss. Das ist ja auch eine Forderung der Chinesen. Friedenskonferenzen nötig, weil der Krieg weitergeht. Über den aktuellen Kriegsverlauf kannst du uns da einen Einblick geben? Ja, es sind sehr viele Stellungskämpfe, Positionskämpfe in diesem Krieg im Augenblick. Aber ich denke, man muss ein Gebiet herausnehmen und das kurz beleuchten. Das ist der Donbass, wie so oft. Also die Gebiete rund um Donetsk. Und da gibt es diesen Ort Otscheretina, über den wir auch sehr oft gesprochen haben. Und die Russen versuchen da nach Nordwesten vorzustoßen. Und da gibt es jetzt eine Versorgungsroute der Ukrainer, die eben Städte wie Konstantinowka und auch Chisofyar versorgt. Sie führt von Pokrowsk, was weiter westlich liegt, eben Richtung Osten. Die N34, so heißt diese Straße. Und da sind die Russen nur noch 6-7 Kilometer entfernt. Das berichtet heute Morgen der wichtige pro-russische Kriegsblogger Juri Padalaka. Und wenn diese Straße gekappt werden sollte von den Russen, dann haben die Ukrainer in diesem Bereich Konstantinowka-Chasowjar ein großes Versorgungsproblem. Und ich denke, das Ziel der Russen ist es eben, diese Straße zu erreichen und unter Kontrolle zu bringen. Vielen Dank an Christoph Wanner, live aus Moskau. Der Schock in der 12.000 Einwohnerstadt Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt sitzt tief. Bei einer privaten EM-Party zum Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland attackierte ein 27-jähriger Afghane mit einem messerähnlichen Gegenstand mehrere Menschen. Zwei Personen wurden schwer verletzt, eine weitere leicht. Zuvor tötete der Afghane einen 23-jährigen Landsmann. Der Täter wurde dann von der Polizei erschossen. Blutflecken auf dem Treppenabsatz in einem Mehrfamilienhaus in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt zeugen von der Tat am Freitagabend. Hier soll ein 27-jähriger Afghane mit einem 23-jährigen Landsmann in einen Streit geraten sein. Mit einem messerähnlichen Gegenstand verletzte der 27-Jährige den Mann so schwer, dass dieser stirbt. Der mutmaßliche Täter flüchtet. Im Weiteren soll der Tatverdächtige sich ziellos durch die Innenstadt begeben haben und dort auf eine Veranstaltung getroffen sein, die hier in Wolmirstedt im Bereich einer Einfamilienhaussiedlung durchgeführt wurde. Eigentlich sollte es eine fröhliche private EM-Party zum Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland werden. Doch der 27-jährige Afghane attackierte wahllos die Gäste. Eine Frau und ein Mann werden schwer verletzt, ein weiterer Mann leicht. Wieder flüchtet der Angreifer vom Tatort. Vor dem Haus von Rudi und Petra Kowalowka greift der 27-Jährige die Polizeibeamten an. Dann fallen Schüsse. Dann haben wir praktisch aus dem Fenster geschaut und haben gesehen, dass der Rettungsdienst hier schon alles da war und dass ein Mann auf unserer Auffahrt lag, mit auf unserer Auffahrt. Und kurze Zeit später wurde er dann auch schon abgedeckt. Die Polizei vernimmt nun Zeugen. Das Motiv der Tat ist noch immer unklar. Bisher gibt es laut den Ermittlern keine Anzeichen für eine religiöse Tat.
Israel hat im Süden des Gazastreifens tägliche sogenannte taktische Pausen angekündigt. Währenddessen sind in Israel erneut 10.000 Menschen für eine Freilassung der Geiseln auf die Straße gegangen. Sie forderten unter anderem, dass Premierminister Netanyahu den Krieg gegen die Hamas-Terroristen beendet. Nur so könne ein Abkommen über die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Islamisten zustande kommen. Wie viele der rund 120 verbleibenden Geiseln noch leben, wissen angeblich nicht einmal die Entführer selbst. Im Süden des Gazastreifens sind 8 israelische Soldaten getötet worden. Und in der Nähe der Stadt Rafah soll es heftige Straßenkämpfe geben. Raus aus der Achterbahn bei der Wärmepumpe. Das wünschen sich viele Unternehmen. Erst gab es einen Boom, dann folgte die Ernüchterung. Die Verkaufszahlen bleiben weit hinter den Erwartungen. Enpal hat in Brandenburg nun eine Wärmepumpenakademie eröffnet. Dort sollen Fachkräfte zum Bau und Einbau ausgebildet werden. Angekündigt hat sich auch hoher Besuch aus der Politik. Jana Wochnick hat die Einzelheiten. Das ist eine Wärmepumpe. Das ist die elektrische Seite der Wärmepumpe. Ja. Macht ja nichts, wenn Politiker nicht verstehen, was eine Wärmepumpe ist. Sie ist ja nur das Politikum der letzten Heizperioden. Im Ernst. An der Wärmepumpenakademie im brandenburgischen Blankenfelde-Marlow sollen vornehmlich Monteure lernen, wie sie Wärmepumpen bauen und vernetzen. Das Unternehmen Enpal setzt neben Photovoltaikanlagen und Speichern nun auch auf Heizungsanlagen wie die Wärmepumpen und will dafür 1.000 Arbeitsplätze schaffen und das Fachpersonal ausbilden. Und das, obwohl Markt und Kunden eher verunsichert sind. Nach einem regelrechten Hype durch die Pläne der Ampelregierung brach die Nachfrage genauso schnell wieder ein, als die Regierung ihr Heizungsgesetz überarbeiten musste. Hier nun der Besuch der politischen Opposition. Die CDU versichert Merz, setzt auch auf regenerative Energien. Aber ich finde diese Technologie faszinierend. Wir haben nur immer gesagt, sie einseitig vom Gesetzgeber vorzuschreiben, ist der falsche Weg. Und das sieht man am Jahr 2023. Im Jahr 2023 hätten eigentlich in Deutschland eine viel höhere Zahl von Wärmepumpen eingebaut werden müssen. Aber durch das Verbot der Gas- und Ölheizung sind im Jahr 2023 so viel Öl- und Gasheizungen eingebaut worden wie Jahrzehnte vorher nicht. Und das ist der falsche Weg. Die Wärmepumpe soll eine Schlüsselrolle spielen bei der Wärmewende. Doch der Markt kommt nicht in Schwung, im Gegenteil. Enpal sieht aber Licht am Ende des Tunnels und setzt auf diese Technik in Verbindung mit Photovoltaik, hofft auf die Unterstützung der Politik. Denn die Wärmewende ist basierend auf einer effizienten Technologie. Und wenn wir die effiziente Technologie nutzen, dann glaube ich, sind alle dafür. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Wärmepumpe viel Energie braucht. Aber das werden die Gäste hier in der Akademie wohl auch gelernt haben. Und von den Nachrichten kommen wir von Politik kommen wir zum Fußball, denn die EM ist in vollem Gange hier in Deutschland. Und die Fußballfans aus den Niederlanden, die haben schon mal die Hamburger Reeperbahn unsicher gemacht. Denn tausende Fans brachten sich vor dem Spiel ihrer Mannschaft gegen Polen richtig in Stimmung. Ruhig war es dagegen auf der offiziellen Fanmeile in der Hansestadt. Diese musste nämlich wegen Sturm geschlossen bleiben. Am Vormittag dann wollen sich rund 40.000 Fans in Orange zu einem Fanmarsch in Bewegung setzen. Der wird auf jeden Fall für Aufsehen und für eine ganze Menge Verkehrschaos sorgen. Und wir blicken nach Hamburg zu meiner Kollegin Alina Quast, die ganze EM für uns begleitet. Alina, gestern ist gefeiert worden in Orange, schon mal vorgefeiert worden. Heute kommen dann die Fans der Polen an. Wird das ein friedliches Aufeinandertreffen? Ja, es soll friedlich werden. Dafür wollen die Sicherheitsbehörden hier sorgen. Wir konnten ja eben auch schon mit der Bundespolizei sprechen. Auch was wir bisher beobachten konnten, auch von den holländischen Fans gestern Abend auf der Reeperbahn, alles friedlich. Und jetzt beginnt ja hier gleich der Marsch, der Fanmarsch der Holländer, der Niederländer. Und bei mir ist jetzt Harm Otten und er ist von der Fangemeinschaft Oranje Fans. Und wir wollen einmal drüber sprechen, über den Bus. Den habe ich nämlich eben auf dem Weg hierher gesehen. Was hat es mit diesem Bus auf sich? Ja, guten Morgen, Deutschland. Also wir sind eine Gruppe von 40 Freunden und irgendwann haben wir gedacht, wir brauchen etwas als Symbol und wir müssen auch ein bisschen Transport haben. Und es wäre gut, wenn da noch eine kleine Bar drin ist. Also vor 20 Jahren haben wir das Ding gekauft, haben wir umgebaut, haben wir Oranje gemacht. Und seitdem fahren wir alle Turniere ab und so viel wie mögliche Auswärtsspiele, die wir können. Wo wart ihr denn schon überall mit dem Bus? Also quer durch Europa und dann die Turniere in Südafrika, in Brasilien, in der Ukraine, in Katar. Und dann natürlich die WM in Deutschland und die EM in der Schweiz und in Portugal, da hat alles angefangen.
Da ist überall dieser Bus lang gefahren. Heißt, hinter diesem Bus, der ganz vorne wegfährt, werden dann die 40.000 Niederländer feiern. Was können wir erwarten, was kann Hamburg erwarten von den niederländischen Fans? Also, ob es heute Morgen 40.000 werden, das wage ich zu bezweifeln. Es ist ein bisschen eine komische Uhrzeit dafür. Also, ich hoffe, das sind so ein paar tausend Leute, die heute Morgen dahinter stehen. In Leipzig wird es größer sein. Also, wenn wir heute gewinnen, dann wird es in Leipzig mega. Dann kannst du mit 30, 40, 50.000 erwarten. Ja, und Gewinn ist Stichwort. Das hoffen natürlich alle Niederländer hier, dass das heute hier ein Sieg wird. Danke dir, Alina. Richtig Stimmung, also schon in Hamburg. Wir blicken weiter nach Gelsenkirchen zu Paul Klintzing, denn dort wird England gegen Serbien spielen. Und ganz anders als die Stimmung, die wir gerade bei Alina gesehen haben, da ist die Stimmung in Gelsenkirchen noch nicht ganz so gut. Einige Engländer sind etwas enttäuscht von dem Gastgeber. Ist das richtig, Paul? Ja, du hast vollkommen recht. Vor allem im Internet ist da so ein kleiner Sturm ausgebreitet worden durch einen Post von Paul Brown. Ich will das einmal zitieren. Auf X hat er nämlich Folgendes geschrieben. Gelsenkirchen sieht aus wie ein absolutes Shithole. Das werde ich jetzt nicht übersetzen. Er kann es nicht fassen, dass Deutschland hier die Euro 2024 austrägt. Also viele Engländer-Fans sind dementsprechend auch gar nicht nach Gelsenkirchen angereist, sondern haben ihre Zelte ganz woanders ausgebreitet, zum Beispiel in Köln oder eben auch ganz weit weg, nämlich in den Niederlanden, und fahren dann erst heute Abend hier rein nach Gelsenkirchen, um das Spiel zu sehen. Auch ein England-Reporter hatte geschrieben, dass er jetzt 5 Tage in München war und komplett begeistert war von dieser Stimmung. Und dann kommt er hier nach Gelsenkirchen und ist total überrascht, dass es so ruhig hier ist. Vielleicht war da auch so ein bisschen Neid mit dabei, dass hier die Stimmung noch nicht so hochkocht, aber das kann sich natürlich im Laufe des Tages dann auch ändern. 50.000 passen ja in das Gelsenkirchener Stadion rein. Als Gegner steht da Serbien. Dann gucken wir vielleicht auch auf diese Partie. Natürlich haben die Engländer da einen kleinen Vorteil oder eher einen großen Vorteil, denn sie waren schon in der Euro 21 im Finale im eigenen Land. Und gestern Abend hatte ich auch ein paar Fans hier gehört, die haben alle geschrien, it's coming home. Also die Fans sind sich hier sicher, die England-Fans, dass sie die Euro 24 gewinnen. Immerhin sind sie sich da sicher. Die Stimmung ja anscheinend noch nicht ganz so gut. Vielleicht kommt das noch. Danke dir, Paul aus Gelsenkirchen. Und wir schauen zu Christian Ballfuß. Auch er begleitet die ganze EM in ganz Deutschland, ist jetzt gerade aber in Herzogenaurach im DFB-Quartier. Christian, was sind denn die Lehren für die Deutschen aus dem Spiel der Schweizer und Ungarn von gestern? Ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis aus diesem Spiel ist, dass beide Mannschaften, die Schweizer und die Ungarn, in der Lage sind, ein sehr hohes Tempo zu gehen, mit guter Technik und Ballkontrolle, auch wenn die Schweizer natürlich am Ende das bessere Ende für sich hatten. Die Ungarn waren nicht so schlecht. Sie waren in der zweiten Halbzeit drauf und dran, den Ausgleich zu machen, haben aber eben ihre Schwierigkeiten hinten in der Defensive. Und das haben die Schweizer ausgenutzt. Und für die Schweizer sprach gestern eben ihre Erfahrung. Die haben schon viele große Turniere in den letzten Jahren gespielt. Also, heute hier in Herzogenaurach wird sich die deutsche Mannschaft mit Sicherheit ein Videotraining gönnen, denn das normale Training, das eigentlich angesetzt war heute für 11 Uhr, das fällt aus, ist abgesagt worden, und ich bin mir sicher, es gibt genug zu schauen. Zum einen auf das eigene Spiel, das 5:1 gegen die Schotten. Julian Nagelsmann und sein Team werden dort die entsprechenden Momente rausgefiltert haben. Gab es ja viel Gutes, sicherlich hier und da auch noch Verbesserungsmöglichkeiten, die der Trainer sieht. Und dann aber eben ganz wichtig, die Lehren aus dem Spiel der beiden Kontrahenten aus der Gruppe von gestern. Und das wird heute hier auf dem Plan stehen. Heute Mittag wird Emre Can dann zur Pressekonferenz kommen, da werden wir ihn dann auch noch mal danach fragen. Also die Vorbereitungen laufen, am Mittwoch kommt dann das nächste Spiel der Deutschen und es ist das nächste ganz wichtige Spiel. Danke an Christian Ballfuß.